Wenn du Antibiotika auftreiben kannst, tauscht der Tankstellenpächter sie gegen Treibstoff. Du solltest dich beeilen, bevor im Safehouse die Lichter ausgehen. Und nicht, dass du mir unterwegs drauf gehst. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zombie U. Antibiotika habe ich schon. Die haben wir ja in einem geilen Kindergarten besorgt. Welche Waffen nehme ich denn mit? Das ist natürlich öde, dass ich jetzt auf dem Spielplatz den XXL-Rucksack vielleicht vergessen habe. Aber, mein Gott, machst du nix. Ich weiß noch nicht, ob ich da wirklich jetzt nochmal gucken gehen soll. Was haben wir denn noch im Container? Das brauchen wir alle nicht. Also ich würde eigentlich sagen, UMP-Shotgun und, das reicht eigentlich. Sollte ich für die Sachen wirklich wieder Munition finden? Passt das eigentlich? So. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ach ja, wieder zu der Tankstelle jetzt, wa? Genau, das muss ich wieder abgeben. Wo war die denn nochmal? Da oben? Ja, Moment, komme ich da nicht sowieso dahin? Fuck, wie bin ich denn nochmal da hingekommen? Also wo war jetzt der scheiß Spielplatz? War der nicht hier Brick Lane Markt? Und dann bin ich hier zurückgelatscht. Oder gelatscht bis zur Tankstelle. Ich kann ja mal gucken gehen. Weil dann komme ich ja doch nochmal an dem Spielplatz vorbei. Kann eventuell doch die Tasche absnacken. Und die Minen kann man mitnehmen? Wie soll man die denn deaktivieren? Da habe ich aber keinen Nerv zu. Naja, mach die Peng und dann kann ich gucken, dass ich neu anfange. Das muss ja nicht sein. So. Ach, das hier war das. Lol. Ach ja, stimmt. Guck mal an, Shotgun-Muni. Hier sind also wieder Sachen drin. Sehr gut. Vorher war das nämlich leer. Okay, hier scheint schon jemand zu sein, der Bock auf mich hat. Und damit meine ich nicht den Raben da. What the fuck? Ach da! Da liegt sie ja! Wie süß. Hä? Wieso ist denn das ja jetzt gerade so viel dunkler geworden? What the fuck? Da oben ist auch noch einer. Leuchtrakete. Brauche ich davon noch eine? Kann eigentlich nicht schaden. Ich weiß nicht mehr, ob ich noch eine in der Tasche habe. Wenn ja, dann... Mein Gott. Ja, stimmt. Letztes Mal bin ich da hoch und hab die da oben alle die Treppe runtergeknüppelt. So war nämlich. Da hinten ist eine. Ich geh jetzt erstmal da oben den machen, bevor der gleich runterkommt. Und mir einen mitgibt. Da gebe ich lieber dir einen mit. Hallo! Jetzt habe ich wegen dir die Scheibe eingeschlagen, Junge. What the fuck, wie viel hält der denn aus? Das sind immer die knüppelharten Polizisten. Ach, guck mal an. Ja, stimmt, ich habe ja jetzt einen Pfeil bekommen. Wobei, da war kein Infizierter, da war ein Rabe, ne? Alles leere Koffer. Hier ist doch voll die Luzi abgegangen, oder war das?
Da sind wieder Raben. Na, guck mal an. Da haben wir einen Freiwilligen. Was macht er denn jetzt? Was hat er denn jetzt vor? What the fuck? Kann der hier nicht durch? Wie geil ist das denn? Wo läuft der denn jetzt hin? Ach, der läuft hier durch. Ja. Komm. Das habe ich schon mitbekommen. Du komm her. Hi. Auf die 12. Oh oh. Knie nieder zum Gnadenstoß. Nee, nicht schon wieder eine Flair. Ich weiß, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin hier so ein bisschen falsch, aber gucken kann man ja wohl noch. Vielleicht finden wir ja hier noch. Du bleibst direkt liegen, Arschloch. Ob der da auch aufsteht, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ach, hier ist ja noch jemand. Ich sollte mal in die Zelte da reingehen. Vielleicht ist ja hier was. Nö, Hammer. Ach, hier ist die U-Bahn-Station wieder. Okay. Ich muss zugeben, so langsam weiß ich nicht mehr, wo ich hin muss. Vielleicht hätte ich einfach doch das Schnellreiseding nehmen sollen. Meine Lampe geht gerade ein bisschen leer, deswegen. Aber hier ist ja hell. Hä? Öffnen? Leere Regale, ja super. Aha. Tür immer zumachen. Wo kann man denn jetzt hier? Ach so, das ist versperrt. Das ist doch scheiße. Exit. Ach, hier kann man jetzt zum Safe House. Okay. Ja gut, dann kommen wir von da aus ja nochmal. Nochmal los. Kann man nicht überspringen. Ja, jetzt kann man so überspringen, wenn es fertig ist. Cool. So. Hä? Das hier ist. Ach Gottchen, hier bin ich. Da ist ja noch ein Stückchen hin. Bis zu dem Gullideckel. Kann direkt mal checken, ob hier neue Sachen ist. Ach, wobei neue Sachen glaube ich eigentlich nicht. Oder? Geöffnete Türe. Nö. Das war wohl mein Handy. Dunkel ist es hier immer noch. Komischerweise ist hier aber Strom. Naja. Da ist das Maschinengewehr. What the fuck? Geht aber jetzt nicht runter, ne? Ja. Alter Schwede, hier sieht man ja echt gar nichts. Freunde haben wir zum Glück keine hier. Dann gehe ich jetzt direkt zum Missionsobjekt. Da muss ich ja auch eigentlich wieder zu dem Park da kommen. Das war ja nicht weit. Solange mich die Skriptsequenzen denn lassen.
Dann gehen wir jetzt direkt dahin. Was heißt direkt? Ach stimmt, hier war gar kein... Oh Gott, ich bin hier lang gegangen statt da. Oh Gott, leck mir doch die Eier. Und hier konnte ich doch nicht zurück, weil ich da den, ach komm. Weil ich doch da das, da diesen kleinen Abhang runter bin. Diese Stufen, wo man nicht mehr hochlatschen konnte. Das heißt, ich muss wirklich hier hin, wa? Also, nicht links runter, sondern rechts schön weitergehen. Oh Mann, ey. Naja, machen wir das halt nochmal. Scheiße. Naja. Zumindest einen Shotgun-Schuss gekriegt. Mal gucken, vielleicht ist der jetzt wieder da. Verloren habe ich aber eigentlich nichts, ne? Nee, ich hoffe nicht. Ach, guck mal an. Ich glaube, hier bin ich schon mal gewesen. Krass, ey. Die Zombie-Ficker sind aber auch mal an der gleichen Stelle dann. Halt die Fresse. So, mal gucken, was hier so drin ist. Oh, Molotow-Cocktail. Das heißt, die Sachen respawnen hier wirklich jedes Mal. Bricklane-Wohnungen. Ne, da wollen wir ja eigentlich nicht hin. Da kommen wir ja eigentlich her. So, hier mussten wir weiter. Ist der etwa schon wieder da unten drin? Das sind die Raben. Aber der da nicht. Der ist jetzt tot. Oh, Viruzid. Ne, ist noch voll. Sehr gut. Da machen wir mal Licht aus. Da oben steht wieder einer. Dann können wir jetzt diesmal den geilen Bogen benutzen. Komm schon. Wird sich verarschen? Das war doch total im Kopf. Oh Gott. Geht doch. Ich muss ja sagen, ich habe gerade ein bisschen Bammel gekriegt. Aber hat irgendwie geklappt. Ja, genau in den Kopf. Also ins Ohr. Jetzt kriege ich auch nur einen Fall wieder. Das ist ja echt eine Schweinerei. Hä, der erste ist doch nicht daneben gegangen. Verstehe ich nicht. Egal. Ja. Ich bin nämlich, meine ich, auch das letzte Mal hier oben rum durch das Apartment. Oder auch nicht? What the fuck? Da ist ein Rucksack. Guck doch wenigstens da rein. Okay, vielleicht bin ich nicht durch das Apartment gegangen. Wofür ist das hier eigentlich? Hier sind Autoschlüssel und ein Handy. Würde ich gerne mitnehmen. Ja. Du mich auch. Kai auch. Komm her. Eins. Ich habe irgendwie das Gefühl, die geht schneller drauf. Zwei, drei. Und tschüss. Oh, war auch eine Polizistin. Wie viele Polizisten ich schon dahin gerafft habe. So, welche von euch steht auf? Na? Na? Was machst du denn da oben? Wie ist der denn da auch gekommen? Moment mal. Zack. Was ist das denn? 6. Ach, Maschinenpistolenmunition. Mein Gott, was ein Name, ey. Maschinenpistolenmunition. So sieht die also aus. Und die wird, denke ich mal, für die UMP sein, ne?
Cool. Naja, 6 Schuss ist natürlich ein bisschen besser als nichts. So, jetzt möchte ich aber mal zu meinem Ziel gelangen. Ach, ich brauche keinen Molotow. Was hast du? Auch? What the fuck, ey? Hier liegen die Grünen. Obwohl, ne, die schmeißen nur Steine. Keine Molotows. Eine Leuchtrakete, brauche ich nicht. Leere Mülleimer, brauche ich auch nicht. Leere Koffer, noch ein Infizierter, bla bla bla. Alles Käse. So, hier musste ich lang, ne? Und manchmal habe ich echt ein Fischgedächtnis. Ja. Schon gesehen. Ich will doch die Mülltonnen hier untersuchen. Ob da nicht noch eine geile Ratte drin ist oder so, die ich nicht brauche. Ach, stimmt. Hi! Schlag zu. So, hier war da sicherlich... Oh, doch, eine Nachricht. 92XX. Boah, wofür brauchte ich das denn nochmal? Ja, dass die Türen beide auf sind, ist mir klar. Wo steht denn da die Nachricht? Ach, da. Da ist ja auch so ein winziger Fall, der darauf hinweist. Ich habe leider nur keinen Schimmer mehr, wofür ich die Zahlen brauchte. Naja. Soweit ich mich daran erinnern kann, war hier nichts. Ach, das sind diese Standarddurchgänge gewesen. Ja, genau. Ich erinnere mich. Boah, leck mich am Arsch, ist das dunkel. Komm, zeig mir, dass ich richtig stehe. Mach schon, also. Quaker Park. War ich jetzt richtig? Ich hoffe. Ja, sicher. So. Ich glaube schon. Eigentlich müsste mal das nächste Dark Souls so sein. Oder das nächste Demon Souls. Ein nächstes Souls. Ungefähr so dunkel. So wie das eine Level, was ich mit Peter gespielt habe, wo man die Gegner nicht sehen konnte. So müsste das ganze Spiel sein. Obwohl, dann würde Peter das nicht mit mir let's playen. Dann würde er sich, glaube ich, weigern. Weil er sich da zu sehr in die Hose macht. Alter, was geht denn mit meinem Handy? Lass mich da in Ruhe. Juhu, ich bin richtig. Leck mich am Arsch. So, das heißt, ich muss irgendwie die Minen umgehen, zerstören oder sonst was. Und hier soll irgendwo der XXL-Rucksack gewesen sein. Dann gucken wir uns das doch mal an, ob ihr mich verarscht habt oder nicht. Und hier ist nichts mehr. Ne. Ja, das sind die ganzen Minen, der Koffer. Sonst müsste ich den Rucksack doch auch gesehen haben, oder? Ja. Aber den Minenlauf, den beginnen wir dann in der nächsten Folge. Wir müssen jetzt noch schnell. Haben wir denn da? Der heutige Bro-Code-Artikel Nummer 5.
Was besagt er? Egal, ob ein Bro sich für Sport interessiert oder nicht, er interessiert sich für Sport. Hammer geil, das kann ich nur von Barney sein. Damit danke ich fürs Zuschauen und hoffentlich guckt ihr morgen Abend wieder zu 9:30 Zombie U. Ciao.